Sylt, wo der Wind immer weht, ist die größte deutsche Nordseeinsel. 38 Kilometer lang, manchmal ganz schmal, manchmal 12 Kilometer breit. Auf Sylt leben 21.000 Menschen und über das Jahr verteilt 600.000 Urlauber, die den rauen Charme der Insel lieben. Sylt ist aber auch mehr als ein Naturerlebnis. Sylt ist elegant und manchmal sehr exklusiv. Einmal im Jahr lädt die Automanufaktur Wiesmann ihre Kunden zu einem Gourmet-Wochenende nach Sylt ein. Dann zeigt sich die Insel von ihrer schönsten Seite. Die Sportfahrzeuge mit ihrem außergewöhnlichen Design sorgen für ein paar Tage für Aufsehen in den Straßen von Hörnum, Westerland, List und Kampen. Die Wiesmann-Kunden sind gern gesehene Gäste auf der Insel. Diese gute Stimmung ist allgegenwärtig. Luxus ist eine, die schönste Nebensache dieser Welt. Und so ist ein Auto von Wiesmann genauso wie von Parfum Givenchy, ein Parfum oder ein Lippenstift etc. auch was Besonderes, was es eben halt auf dieser Welt nicht hunderttausende Male gibt. Für die Teilnehmer am Gourmet-Wochenende öffnete Dittmeiers Austernkompanie, Deutschlands einzige Austernzucht, ihre Pforten. Hier erfahren die Gäste alles, was man über Austern wissen sollte. Ob beim kulinarischen Genuss oder dem Wandern durchs Wattenmeer. Für ein paar Tage blieb die Hektik des Alltags auf dem 10 Kilometer entfernten Festland zurück. Für die Wiesmann-Kunden ist das wahrer Luxus. Es ist wahrscheinlich die Abwechslung, die den Reiz von Sylt ausmacht. Ob in den anspruchsvollen Shoppingmeilen von Kampen oder den außergewöhnlichen Locations, Sylt ist immer etwas Besonderes. So wie die Sansibar mit ihrem weltberühmten Weinkeller, mitten in den Dünen und ihrer Feinschmeckerküche. Kenner lieben diese Mischung aus Qualität und Individualität. Das ist eigentlich wunderschön, auch mal im Pulk mit mehreren Autos hier über die Insel zu fahren. Und ich denke, es ist irgendwo immer wieder eine große Familie, egal in welchem Kreis man sich trifft, weil die Verbindung zu der Individualität des Autos doch bei allen anzutreffen ist. Kein Auto von der Stange, es ist einfach ein Auto, was handgefertigt ist, was jeder sich selber aussuchen kann, so wie er es will. Und es ist auch immer wieder interessant zu schauen, wie andere ihre Autos zusammenstellen. Auf den Höhen des Roten Cliffs in Kampen lässt sich Sylt wohl am intensivsten genießen. Ein idealer Ort zum Durchatmen und für den Abschlussabend des Wiesmann-Gourmet-Wochenendes. Mit der Wahl des schönsten Wiesmann-Fahrzeugs standen die Automobile nochmals kurz im Mittelpunkt. Ich habe den GT gesehen, vor 2,5 Jahren, hellblau, und gesehen und 2 Tage später gekauft, McLaren, storniert. So bin ich zur Firma Wiesmann gekommen. Der Rest des Abends stand dann ausschließlich im Zeichen ausgesprochener Gaumenfreude. Der wahrlich krönende Abschluss in der Sturmhaube, Sylts erste Restaurantadresse, ist eine Reise wert. Auch für Genießer, die noch keinen Wiesmann fahren. Thank you.
nächsten Sommer werden sie wieder hier sein, die Wiesmanns. Hier auf Sylt, wo der Wind immer weht.